Hallo liebe Freunde der Wissenschaft zu einem neuen Video. Heute wollen wir mal Zimt destillieren mit einer ganz einfachen Wasserdampfdestillation. Ja, ihr benötigt dafür diese Apparatur hier und los geht's. So, wir haben ja jetzt am Ende diese milchige Flüssigkeit herausbekommen. Die könnten wir mit Dichlormethan jetzt noch ausschütteln und dann das Dichlormethan dann abkochen. Dann hätten wir da Zimtaldehyd, das würde rauskommen. Das machen wir jetzt aber nicht, weil wir hatten so wenig Zimt. Das würde sich nicht rechnen, das wäre zu viel Aufwand für sehr wenig Ausbeute. Das lohnt sich einfach nicht. So, das haben wir schon mal gemacht. Zwar nicht auf Video, aber da hatten wir auch eine andere Apparatur. Ich kann da mal ein Bild hier irgendwo einfügen. Und da hatten wir was rausbekommen, Zimtaldehyd. Auch wenig und da haben wir schon relativ viel destilliert. Deswegen machen wir es nicht, dass wir einfach zu aufwendig in der Verschwendung von Dichlormethan. Genau, einfach so als Versuch für die Weihnachtszeit. Ne? Zimt ist ja weihnachtlich. Ja, in dem Sinne, ich wünsche euch frohe Weihnachten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.